Dennis ist schon nervös. Ja, ich bin aber das ist schon ein bisschen witzig, oder? Das war ja jetzt auch Zufall. Also da vorne ist der Laden. Wir holen gleich mal das Foto raus und dann hoffen wir, dass wir den Besitzer wieder erwischen. Jo, der sitzt da. Ach, der sitzt da. Oh Mann, aufregend. Okay. Hier ist das Bild drin. Also vor einem Jahr waren wir hier und haben diesen Laden fotografiert und den Typen. Wir hatten uns sehr gut unterhalten. Und durch Zufall sind wir dieses Jahr wieder hier und jetzt habe ich das Bild vor ein paar Wochen analog in der Dunkelkammer vergrößert. Das ist es. Und jetzt wollten wir ihm das mal geben und mal gucken, was er dazu sagt. Das ist eine witzige Geschichte, oder? Ja. Last year we were here. You remember? No. I can't. I must be honest and say. Yeah. Well, it's coming back slowly, but. we had a really good conversation. Yeah. We bought some tea. Yeah. And yeah. We examined your art and stuff like that. And I took a photo of you. Yeah. And a few weeks ago, we decided to go back to Denmark again. So what? Where are you from? Germany. Deutsch. Ja, genau. Reden wir Deutsch. Reden wir Deutsch. Es war ein bisschen zufällig, dass wir wieder hier hingekommen sind. Jetzt erinnere ich. Ja. Ich hatte, glaube ich, lange Haare. Ja. Das Haar war länger. Genau. Und ich habe das analog fotografiert und in der Dunkelkammer vergrößert noch, in meiner eigenen Dunkelkammer. Ja. Und ich fand das ein tolles Bild von dir. Deswegen dachte ich, bringe ich dir das mit. Wow. Ist das toll. Zieh mal raus. Wie toll ist das? Ich fand es gut, wie du so sitzt mit deinem Laden und immer am Malen und ja, so. Ja. Das ist ja echt schön. Ja, hat mir gut gefallen. Von unserer Reise war das so ein Bild, was mir im Kopf geblieben ist auch. Und ich dachte, wenn wir wieder hier sind dieses Jahr, dann muss ich dir ein Bild mitbringen. Also, das ist ja ganz, ganz, ganz... Ja, ich weiß nicht, was ich sage. Ich denke, es ist vielleicht auch eine schöne Erinnerung. Kann ich eine... Ist schon hinten drauf. Okay. Ja, kann ich auch. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bedanke mich so sehr. Danke sehr, sehr. Und die Hülle ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, musst du nicht sagen. Es hat mich so sehr gefreut. Ich bedanke mich so sehr. Sehr gerne. Also alles Handarbeit. Die Handarbeit. Ja. Ja, letztes Mal hast du uns deinen Morgentee verkauft. Ja, das ist hier. Ist immer noch der gleiche? Morgentee. Er ja, war sehr stark. Das macht keinen Unterschied. Das muss zum Beispiel English Breakfast werden. Ja, sowas in die Richtung. Das ist das. Genau. English Breakfast. Und oh, da war es. Ha, habe ich lange gesucht. Wie viel möchten Sie? Letztes Mal hatten wir so eine Tüte gehabt. Das war ganz gut. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das war. Ja, das war der eine der interessantesten Kunstläden. So, ne? Ja. Und ich schon, Wissen Sie, vielleicht möchten Sie eine von meinen kleinen Bildern auswählen. Ja. Ganz unerwartet. Ja, total. Ich habe mich so sehr gefreut. Ja, so, ja schön. Ich bedanke mich noch. Sehr gerne. Und schöne Zeit. Hoffentlich ein schönes Konzert heute Abend. Ja, ja, danke. Schauen wir mal, ob es nicht zu viele Leute sind. Aber das geht. Das geht. Ja. Ja. Okay, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Machen Sie es gut, tschüss. Ne? Tschüss. Ja. Der hat sich gefreut, ne? Der hat sich richtig gefreut. Ja, das war für ihn so ein Lichtblick-Moment, habe ich das Gefühl. Ja, so voll. Dem haben wir gerade voll die Freude gemacht. Ja. Boah, ich musste fast heulen, weil ich dachte so, mein Gott, der freut sich so doll. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, aber also, schön. Stell dir mal vor, du kriegst von dir so ein Bild von deiner Kunst, was du jeden Tag machst. Und jemand hat das so mal festgehalten, ganz zufällig. Ich finde aber auch, das ist ein total schönes Bild gewesen. Ja, ist mir gar nicht erst aufgefallen. Und aber du hast dann gesagt, das ist es, ne? Ja. Ja. Ach, schön. Ist. Schön, oder? Dann haben wir noch Tee bekommen. Und eine Karte.